Willkommen zur Welt der Spätantike. Ich bin Patrick. Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Miniserie Die Goten, Folge 1. Ab heute beschäftigen wir uns mit den Goten, den anderen großen Totengräbern des Weströmischen Reiches. Zeitlich setzen wir dabei aber etwas früher ein als bei den vorherigen Serien und werden auch etwas stärker ins Mittelalter hineingehen. Dass wir bereits zeitlich zu früh ansetzen können, kommt daher, dass wir schon recht früh viel Quellenmaterial haben. Ja, ich erinnere mich natürlich an Asterix und die Goten. Hast du das gelesen? Nein, als der neueren Sachen, oder? Nein, das ist sogar mit Goscinny noch. Ah, muss ich dann nachlesen. Die Geschichte ist, ich glaube, von Goscinny. Ah, okay. Ja, ich werde mal recherchieren. Okay, fangen wir mit der Herkunft der Goten an. Wo kommen sie eigentlich her? Die erste Schriftquelle, die die Goten erwähnt, kommt von Tacitus, der im 1. Jahrhundert nach Christus geschrieben hat. Dort spricht er von gewissen Gutonen, wobei es sich aber um die Gruppe handelt, oder vielleicht besser gesagt, die Gruppen, die wir dann später Goten nennen werden. Also wie in anderen Beispielen, mehrere Gruppen werden einfach unter einem Begriff zusammengefasst. Genau. Beziehungsweise ist auch, ja genau, weil es gibt verschiedene gotische Gruppen, die sich vielleicht auch irgendwie gotisch fühlen, aber die jetzt nicht als eine Gruppe agieren. Mhm. Danach werden sie mal im 2. Jahrhundert nach Christus erwähnt, und zwar in der Geographie des Ptolemaios, der sie dann auch als erstes lokalisiert. Laut ihm siedelten sie nämlich an der rechten Seite der Weichsel. Die sonstigen Informationen aber, die die Quellen des 1. und 2. Jahrhunderts liefern, sind eher dürftig. Und das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass die Gotonen und ihr Siedlungsgebiet ziemlich weit entfernt waren von den antiken Autoren. Aber dafür haben wir eine spätere Quelle, die sich explizit mit der Herkunft der Goten beschäftigt. Nämlich die Gotengeschichte des Jordanes, der im 5. Jahrhundert geschrieben hat. Jordanes selbst war gotischer Abstammung und war am Hof von Theoderich dem Großen tätig. Wer das war, das werdet ihr später in der Serie noch erfahren. Dort hat er dann mit Hilfe verschiedener, heute verlorener Schriftquellen und natürlich auch mündlichen Quellen eine Gotengeschichte verfasst. Und diese reichte natürlich 2000 Jahre in die Vergangenheit. Also für den Historiker ein unglaublicher Glücksfall, oder? Absolut. Laut ihm kamen die Goten ursprünglich aus Skandinavien. Aufgrund ihrer eigenen Überbevölkerung hatten sie Probleme mit der Ernährung und sind deswegen ans andere Ufer der Ostsee ausgewandert. Dass die Goten aber tatsächlich aus Skandinavien stammen, ist heute ziemlich umstritten. Denn archäologische Hinweise deuten eher darauf hin, dass sich die Kultur der Gutonen im Ostseegebiet, also auf dem Festland, schon gebildet hatte, bevor es zu einem Zuzug aus Skandinavien gekommen ist. Man hat nämlich die materielle Kultur der Kulturen an der Ostseeküste angeschaut und hat dann das mit den archäologischen Erzeugnissen aus Skandinavien verglichen. Und zum Beispiel hat man sich jetzt die Bestattungsriten angeschaut und geguckt, okay, was legen die den Gräbern eigentlich bei? Und da sind sie ja zum Schluss gekommen, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass es diesen großen Zug aus Skandinavien gab. Es gab zwar einen Zuzug, aber es ist nicht diese große Auswanderungswelle der Goten nach Norddeutschland. Wobei man bei archäologischen Zeugnissen natürlich immer auch ein bisschen aufpassen muss, weil die uns nur wenig Informationen über die Kultur an sich liefern können. Das heißt, es bleibt immer ein bisschen vage und für wen es aber dann zu vage ist und zu abstrakt, was ich gerade gesagt habe, keine Sorge, das Hauen und Stechen kommt gleich. Na, Gott sei Dank. Das heißt, langer Rede, kurzer Sinn, die erste verlässliche Lokalisierung der Goten ist der zuvor erwähnte Ptolemaios, der von Gutonen spricht. Und laut ihm siedelten sie eben an der Ostseeküste. Erst wieder ca. 100 Jahre nach Ptolemaios, also gegen Mitte des 3. Jahrhunderts, hören wir wieder was von den Goten. Die Römer beginnen nämlich jetzt über die Goten zu schreiben, weil diese in die Nachbarschaft der Römer gezogen sind. Und dort sind sie gute Freunde mit den Römern geworden. Kleiner Scherz, natürlich haben die Römer überfallen. Wunschdenken. Ja. In der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts sind die Goten nämlich in mehreren Schüben ans Schwarze Meer gezogen.
Gründe hierfür waren wahrscheinlich Missernten, also schlechte Versorgungslage, der Klassiker im Prinzip. Und die Goten haben sich dann an der Krim und an der Nord- und Westküste des Schwarzen Meeres niedergelassen. Dort haben sie dann die griechischen Städte dort unterworfen und das Gebiet dann als Ausgangsbasis für ihre eigenen Plünderungszüge genutzt. Moment mal, griechische Städte an der Krim und am Schwarzen Meer? Ja, die Griechen waren ziemlich reisefreudig. Sie haben nicht nur Kolonien in Kleinasien, also der heutigen Westtürkei, gegründet, sondern auch in Unteritalien und sogar Südfrankreich. Marseille zum Beispiel ist eine griechische Stadtgründung, Massalia, gewesen. Also wirklich sehr alt. Und sie sind auch in den Osten gezogen, ins Schwarze Meer, und haben dann an der Nordküste, gerade an der Krim, ebenfalls Stadtstaaten gegründet. Und diese Stadtstaaten haben dann im 5. Jahrhundert vor Christus das Bosporanische Reich gebildet. Dieses Reich wurde dann um 100 vor Christus vom Pontischen Reich annektiert. Pontus ist praktisch die gegenüberliegende Küste. Und als Pontus wiederum von den Römern annektiert wurde, ist das Bosporanische Reich dann zu einem Klientelkönigtum der Römer geworden. Und dann sind schließlich im 3. Jahrhundert nach Christus die Goten gekommen und haben diese Städte dann erobert. Es war also nicht offiziell römisches Gebiet, was die Goten erobert haben. Genau, aber das noch nicht. Aber es kommt noch später dann, natürlich. Natürlich. Die Goten haben dann in den 250er Jahren verschiedene Angriffe zu Land gestartet und haben dann die Provinzen an der Donau geplündert. Danach folgten sogar Angriffe mithilfe einer Flotte, mit deren Hilfe sie dann die Südküste des Schwarzen Meeres unsicher gemacht haben und dann Kleinasien und Kappadokien geplündert haben. Kleinasien hatte ich erwähnt, ist so der Westen der Türkei, und Kappadokien ist ungefähr in Anatolien, also Zentraltürkei. Und dabei haben sie auch zahlreiche Kappadokier in ihr eigenes Herrschaftsgebiet verschleppt. Unter diesen Kappadokiern befanden sich dann auch die Vorfahren eines gewissen Wulfila. Der wird später noch wichtig, also merkt euch den Namen. Beim nächsten Raubzug haben es die Goten sogar bis in die Ägäis geschafft. Das heißt, die Truppen sind bis nach Griechenland vorgestoßen, wurden dann aber im Jahr 269 vom Kaiser Gallienus vernichtend geschlagen. Gallienus wiederum wurde daraufhin von einem übermütigen General ermordet. Ein römischer oder ein gotischer General? Natürlich ein römischer. Also es wäre nicht übermütig gewesen. Genau, also wir befinden uns ja gerade in der Zeit der Krise des 3. Jahrhunderts mit den ganzen Soldatenkaisern, wo ja die meisten Kaiser alle recht kurze Halbwertszeit hatten. Letztlich wurde dann Gallienus von Claudius II. Beerbt, der dann erstmal den Balkan aufgeräumt hat und die Goten vertrieben hat. Für seine Siege wurde ihm dann vom Senat der Beiname Gotikus verliehen. Also solche kaiserlichen Beinamen wie Gotikus, Africanus und so weiter haben halt immer angezeigt, gegen wen der Kaiser oder Feldherr gewonnen hat. Und dann im Winter 269-270, also nicht wirklich viel später, ist Claudius II. Dann ebenfalls gestorben. Zur Abwechslung wurde er aber nicht ermordet, sondern ist einfach an der Pest gestorben. Wobei man beim Wort Pest aufpassen muss, weil man in der Antike Seuchen ganz allgemein immer als Pest bezeichnet hat. Das heißt, also es muss nicht der schwarze Tod gewesen sein. Also wenn du jetzt wieder von der Zeit des Soldatenkaisers sprichst, sprechen wir von einer Zeit besonderer politischer Instabilität im Römischen Reich. Genau. Dann ist ein gewisser Aurelian der Nachfolger von Claudius II. Geworden und hat dann weiter aufgeräumt auf dem Balkan. Und hat dann wieder für einen dauerhaften Frieden mit den Goten gesorgt. Und dann, aus dieser Position der Stärke heraus, hat er dann die römischen Truppen in Dakien abgezogen, das ist im heutigen Rumänien, und dann das Gebiet geräumt. Wahrscheinlich war es einfach langfristig zu aufwendig, dieses Gebiet zu halten. Daraufhin haben sich dann die Goten dort angesiedelt und andere ansässige Gruppen verdrängt. Und dann, um das Jahr 290, ist es zu einer de facto Spaltung unter den Goten gekommen. Westlich des oberen Dniester siedeln dann die wesischen Tervingen an und östlich davon die ostrogotischen Greutungen. Tervingen und Greutungen, das hatten wir in der Hunnenserie mal erwähnt.
Wir werden euch auch eine Karte hochladen, damit ihr anschauen könnt, wo die Koitungen und die Tevingen jetzt eigentlich genau waren. Und für die, die gerade kein Bildschirm parat haben, der Dniester ist ein Fluss, der durch die heutige Ukraine und die Republik Moldau fließt. Nur damit ihr einen Eindruck habt. Und erstmal dann im Jahr 1291 werden dann in römischen Quellen die Tervingen erwähnt. Sie selbst haben sich wahrscheinlich aber Wesier genannt. Die Tervingen sind dann nach Dakien eingezogen und wenn in der Folgezeit die römischen Quellen von Goten sprechen, dann meinen sie in der Regel die Tervingen, die direkt an den römischen Grenzen gelebt haben. Während die Kreutungen eher so aus dem römischen Blickfeld verschwinden. Also um nochmal zusammenzufassen, bis jetzt gab es zwar Auseinandersetzungen zwischen Goten und Römern, aber noch nichts besonders Gravierendes. Genau, nur so eher so Plünderungszüge oder sowas. Mhm. Also was man eh kennt von Barbaren. In Dakien ist es dann zu Kämpfen zwischen Goten und anderen Gruppen gekommen, wobei sich dann die Goten eben durchgesetzt haben. Und danach gab es erstmal eine Zeit Ruhe, zumindest bei den Römern. Diese Ruhe wurde dann erst wieder Anfang des 4. Jahrhunderts gestört. Ich hatte ja eben vorher die Krise des 3. Jahrhunderts erwähnt, mit den lustigen Soldatenkaisern, die alle immer gestorben sind. Und wer sich noch an die Einleitungsfolge erinnern kann, weiß, dass diese Zeit der Instabilität dann durch Diokletian und die Etablierung seiner Tetrarchie beendet wurde. Zumindest besser abgedankt ist. Danach kam es wieder zum Bürgerkrieg zwischen seinen Nachfolgern. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende dieses Bürgerkrieges standen nur noch Konstantin der Große und Licinius. Diese haben dann das Reich unter sich aufgeteilt, wobei dann jeder für seinen eigenen Reichsteil verantwortlich war. Das kennen wir ja schon. Das Gebiet um die Donau haben sie auf folgende intelligente Weise aufgeteilt. Konstantin hat die Mösia, Achaia und Dacia Ripensis bekommen, Licinius hat Thrakien erhalten. Auf unserer Webseite findet ihr dann wie immer eine Karte, damit ihr euch anschauen könnt, wie genau das aussah. Und für die, die gerade keine Karte parat haben, die Provinzen Konstantins entsprechen in etwa dem heutigen Serbien und der Nordhälfte Bulgariens und Griechenland. Und Thrakien wiederum entspricht der Südhälfte Bulgariens. Das heißt, eine einheitliche Donaufront wurde im Prinzip zerstört und konnten dementsprechend nicht unbedingt sehr sinnvoll verteidigt werden. Oder zumindest nur, wenn sich die Kaiser gut vertragen haben, was jetzt keine Selbstverständlichkeit ist, was bedeutet hat, dass ein Kaiser, wenn er die Grenze beschützen wollte, gleichzeitig aber auch das Gebiet des anderen Kaisers betreten musste. Das Problem ist, dass das natürlich als sehr aggressiver Akt gedeutet werden konnte und dann auch zu einem Bürgerkrieg führen konnte, unter anderem. So ist eine ziemliche Fehlkonstruktion. Genau. Ich habe jetzt auch nicht festgestellt, wie sie zustande gekommen ist. Also zumindest in dem Gotenbuch, mit dem ich arbeite, wurde nicht genau darauf eingegangen, warum diese Konstruktion gewählt wurde. Okay. In dieser Situation kam es wenig überraschend zu Angriffen auf die Donauprovinzen. Und Konstantin hat diese Provinz dann geschützt. Es kam dann zum Bürgerkrieg mit Licinius. Welche Überraschung. Wobei dann Licinius seine eigenen Truppen von der gotischen Front abgezogen hat. Und die Goten haben diesen Abzug natürlich für eigene Angriffe benutzt. Daraufhin hat dann Konstantin Gegenmaßnahmen eingeleitet gegen Licinius. Und die Goten haben sich in den Diensten von Licinius wiedergefunden. Goten werden also von rivalisierenden Kaisern als Truppen gegeneinander eingesetzt. Das werden wir bestimmt nie wiedersehen. Richtig, Leute lernen hier aus ihren Fehlern. Im Jahr 324 hat sich dann Konstantin gegen Licinius durchgesetzt, weswegen sich Licinius absetzen musste und dann versucht hat, mit Hilfe der Goten die Macht wieder zu erlangen. Er wurde dann aber festgesetzt und hingerichtet. Konstantin wurde daraufhin Alleinherrscher. Natürlich hat er sich als erste sinnvolle Maßnahme daran gemacht, die Donau jetzt zu befestigen, um sie vor den Goten zu schützen. Und im Jahr 332 kam es dann zum ersten Föderatenvertrag mit den Goten. Gegen Geldzahlungen erklären sich dann die Goten sogar bereit, Hilfstruppen zu stellen. Aber natürlich kam es dann in den 340er Jahren trotzdem zu erneuten Vorstößen auf Mösien durch gotische Gruppen. Und
Diese standen möglicherweise im Zusammenhang mit den Christenverfolgungen innerhalb des gotischen Gebietes. Die Goten waren nämlich heidnisch dominiert, jedoch wurden immer mehr Goten christlich. Diese wurden dann von der gotischen Elite als Römlinge angesehen und dementsprechend vertrieben. Unter diesen Vertriebenen waren auch Wohlfühler, den ich vorher erwähnt hatte, mit dem wir uns dann gerade nächste Folge noch eingehender beschäftigen werden. Diese Vertriebenen wurden dann von den Römern als sogenannte Kleingoten ins Reich aufgenommen. Und weiß man mehr zur Christianisierung der Goten? Mit der Christianisierung werde ich mich in der nächsten Folge genauer beschäftigen. Okay. Aber das wird dann ein ausführlicheres Thema. Okay. Dann kommen wir jetzt zur Ära von Athanarich. Also wir sprechen hier von den Jahren 365 bis 376 beziehungsweise 381. Athanarich ist wohl der erste Große unter den Goten und noch im 7. Jahrhundert nach Christus gilt er im Westgotenreich als Gründerkönig der Westgoten. Die Kirchenhistoriker wiederum mögen ihn nicht besonders, weil er ein Christenverfolger war. Athanarichs Vater selbst kam wohl im Jahr 332 als Geisel nach Konstantinopel. Angeblich soll er dann seinem Sohn den Schwur abgenommen haben, dass er niemals römischen Boden betreten werde. Wahrscheinlich ging es jetzt aber nicht darum, dass er ihn jetzt irgendwie Hass auf die Römer einimpfen wollte, sondern es ging um seine Verpflichtung als Richter der Goten. Was genau das heißt, darauf werde ich gleich eingehen. Im Jahr 364 wird dann derweil das Römische Reich unter den Kaisern Valentinian I. und Valens geteilt. Das waren zwei Brüder. Der eine hat den Westen mit Mailand als Residenz bekommen und der andere den Osten mit Konstantinopel als Residenz. Im Jahr 365 macht sich dann Valens auf den Weg nach Syrien und Valentinian selbst ist bereits auch in Bithynien, also auch er in der Osthälfte, als dann die Nachricht erscheint, dass die Goten sich zu einer Konföderation zusammengeschlossen haben und einen Angriff auf das Römische Reich planen. Valens schickt dann Fußtruppen und Reiter in die gefällten Gebiete, jedoch nur kleine Kontingente, darauf komme ich noch zurück. Doch als diese Truppen dann durch Konstantinopel marschieren, kann sie ein gewisser Prokopius abfangen. Dieser Prokopius lässt sich dann zum Kaiser ausrufen und es gelingt ihm auch sehr schnell, Thrakien auf seine Seite zu ziehen. Denn er verweist ja auf die drohende Gotengefahr. Gleichzeitig schließt er aber einen Föderatenvertrag mit den Tervingen ab. Das ist ziemlich raffiniert. Absolut genial. Er hat sich dann auch als Mitglied der konstantinischen Familie inszeniert, um davon zu profitieren, dass diese ein sehr hohes Prestige besessen haben bei den Tervingen. Und die Tervingen schicken ihm daraufhin 3000 Elitekrieger als Unterstützung. Doch diese Krieger sollte Prokopius nie zu Gesicht bekommen, weil er im Jahr 366 hingerichtet wurde. Wie kommt es dazu? Zu seiner Hinrichtung? Er wurde einfach von kaiserlichen Truppen schon besiegt. Also bevor die Tervingen praktisch ihn erreichen konnten als Verstärkung, waren sie zu langsam und er war schon hinüber. Und nach seiner Niederlage wurde er natürlich hingerichtet, wie es sich für einen dreckigen Usurpator gehört. So war doch nicht ganz so raffiniert. Ja, er hat wohl doch nicht genügend Truppen gehabt. Die tervingischen Krieger wollen dafür natürlich zurück ins eigene Gebiet, denn sie werden ja ganz offensichtlich nicht gebraucht. Und sie fühlen sich dabei immer noch als Föderaten der Römer. Die Römer wiederum haben sie festgesetzt und interniert, woraufhin Athanarich natürlich ihre Herausgabe gefordert hat. Dabei hat er auch auf den Föderatenvertrag verwiesen und auch auf das flehentliche Hilfsgesuch des Prokopius. Aber Valens hat sie nicht erweichen lassen. Denn er war nämlich natürlich gerade dabei, die römischen Unterstützer des Prokopius zu bestrafen und hat natürlich kein Interesse, jetzt ausgerechnet gegenüber den Barbaren irgendwie weich zu sein. Und danach hören wir auch nichts mehr über diese Krieger. Aber eigentlich sind die ja getäuscht worden. Oder die haben ja gar nicht gewusst, dass die einem Usurpator unterstützen. Im Prinzip ja. Aber es ist die Frage, ob sie nicht wurscht ist als Kaiser, dass du sagst, oh nein, wir wussten es ja nicht. Und er sagt, ja. Mitgefangen, mitgehangen. Genau. Und Valens hat daraufhin zum Krieg gegen die Tervingen gerüstet.
weil sie ja angeblich diese große Gefahr dargestellt haben. Wir haben ja diese Nachricht bekommen, sie haben sich ja zusammengeschlossen. Jetzt ist die Frage, wie groß war diese Gefahr wirklich? Oder wurde sie nur dargestellt, um einen eigenen Angriff zu rechtfertigen? Denn wenn wir in der Zeit ein bisschen zurückgehen, dann sehen wir, dass im Jahr 362 Kaiser Julian gegen die Perser losgezogen ist, wobei dieser Angriff sehr umstritten war unter seinen Truppen. Und die Tatsache, dass der Kaiser auch übrigens gestorben ist bei diesem Feldzug, hat diesen Kritikern und Skeptikern auch recht gegeben. Und bei diesem Feldzug haben die Tervingen den Römern Hilfstruppen gestellt. Also ganz loyal. Diese Truppen waren dann danach in ihre Heimat zurückgekehrt und wussten natürlich, dass die Stimmung im römischen Heer ziemlich schlecht war, weil der Kaiser ist gerade gestorben und sie wurden besiegt. Natürlich wussten sie, dass es das Heer jetzt nicht unbedingt große Lust hatte, den Krieg mit den Persern weiterzuführen. Aber natürlich ist es ja so, dass wenn du eine große Niederlage hast, du ein Interesse daran hast, schnell einen Sieg nachzuschieben, um die Situation wieder zu verbessern oder um zumindest dein Prestige zu verbessern. Das heißt, ein Sieg muss her und es ist unwahrscheinlich, dass er gegen die Perser geführt wird. Das heißt, die Goten dachten sich, ja, möglicherweise könnten sie jetzt uns angreifen von ihrer gut befestigten Donaufront. Also haben jetzt die verschiedenen gotischen Gruppen sich zu einer Konföderation zusammengeschlossen und sich dabei Athanarich als Richter unterstellt. Das heißt, er hatte den Oberbefehl über die verschiedenen gotischen Anführer. Also so eine Art zeitlich befristetes Wahlkönigtum. Und Teil dieses Richteramtes war auch, zwar natürlich sehr defensiv geprägt, das heißt, es war jetzt nicht unbedingt die Idee, dass man die Römer angreift oder sowas. Und das war wahrscheinlich gemein mit diesem angeblichen Eid, wonach Athanarich niemals römischen Boden betreten sollte. Es ging einfach darum, seine Aufgabe war es, die Goten zu beschützen als Richter, also defensiv. Und wenn man genauer hinschaut, war wahrscheinlich auch den Römern selbst bewusst, dass jetzt nicht diese Konföderation angreifen würde. Denn als die Nachricht der Konföderation gekommen ist, hat Valens gerade mal 2 Eliteeinheiten in die Region geschickt. Also genug, um mit ein paar Räuberbanden fertig zu werden, aber jetzt nicht unbedingt ein Aufgebot, dass man jetzt gegen eine große gotische Invasionsarmee eingesetzt hätte. Das heißt, wahrscheinlich waren die Römer selbst die Aggressoren. Im Jahr 367 verwüsteten dann die Römer die Gebiete der Tervingen, ohne jedoch eine große Schlacht gegen sie führen zu können. Stattdessen ist es Athanarich gelungen, immer wieder mit seiner Konföderation den Römern auszuweichen. Also man wollte keine große Entscheidungsschlacht, sondern man weicht eher aus. Was sich auch damit zu tun hatte, dass die römische Armee natürlich sehr stark war. Im Folgejahr kam es dann zu einer Überflutung der Donau, sodass die Römer nicht angreifen konnten. Die Tervingen jedoch haben trotzdem einen großen Schaden genommen. Denn erstens hatten sie ja den Verwüstungsfeldzug der Römer und dann ein Jahr später den Schaden durch die Donauflut. Das hat natürlich jetzt zu Ernteausfällen und Problemen geführt und gleichzeitig konnten sie die auch nicht durch Handel mit den Römern ausgleichen, weil es keinen Handel mit ihnen gab, weil sie natürlich im Krieg waren. Und das hat die Lage natürlich noch kritischer gemacht. Im nächsten Jahr sind dann die Römer tiefer ins gotische Gebiet eingedrungen und konnten dann die Tervingen zu einer Schlacht stellen. Die Tervingen haben diese dann verloren, wurden aber nicht ganz vernichtet. Denn Athanarich hat es geschafft, daraufhin weiter den Römern auszuweichen, hat ihnen aber den Frieden angeboten. Denn wie gesagt, die Situation war ziemlich schlecht für die Goten. Valens hat daraufhin versucht, die Tervingen einzukreisen, was ihm jedoch nicht gelungen ist, und deshalb hat er sich dann auf das Angebot eingelassen. Valens sprach dann bei den Friedensverhandlungen mit Athanarich ihn als König an, was Athanarich wahrscheinlich negativ gesehen hat, denn wahrscheinlich hat Valens das Wort Rex benutzt, was für König steht, und möglicherweise hat Athanarich das dann falsch verstanden und mit Rex verwechselt, was ein Titel unter den Goten war, der aber eher einem Fürsten entspricht. Das heißt, er hat sich ein bisschen zurückgesetzt gefühlt.
denn er wollte natürlich gerne eher ein Monarch sein. Denn seine bisherige Stellung war ja nur auf Zeit beschränkt. Und er wollte sie natürlich festigen und war auch dazu bereit, Opfer zu bringen bei den Verhandlungen mit den Römern. Daraufhin haben die Römer dann einen neuen Föderatenvertrag geschlossen, wobei aber der Handel auf beiden Seiten nur sehr eingeschränkt wieder aufgenommen wurde und auch die Föderatenzahlungen wurden beendet. Also jetzt nicht so toll für die Goten und da sieht man schon, wer der eigentliche Gewinner war. Andererseits hatte Athanarich jetzt freie Hand bei seinen erneuten Christenverfolgungen. Valens hat natürlich jetzt vorzeigen können, dass es ein großer Siegfrieden war und hat jetzt natürlich den Titel Gotikus angenommen. Was genau hat er denn erreicht? Naja, die Lage hat sich ja prinzipiell verbessert für ihn, weil, also erstens, ein Sieg ist immer Prestige, was natürlich gut ist, nachdem jetzt wahrscheinlich die Stimmung nicht so gut ist bei den Truppen. Und bei den Verhandlungen danach hat es ja durchgesetzt, dass zum Beispiel keine Zahlungen mehr geleistet wurden an die Föderaten. Und das ist ja schon irgendwie nicht schlecht. Achso, die Goten waren also immer noch zur Stellung von Hilfstruppen verpflichtet. Anscheinend, ja. Also diese komische Situation und ja, musst du bedenken, die waren Hilfstruppen beim Perserkrieg und danach hatten sie auch gute Kontakte und dann, okay, dann gab es dann dieses Problem mit den Kriegern, aber im Prinzip war es ja so, dass er grundsätzlich sie ja Verbindungen zu den Römern hatten, so Föderatenartige und jetzt kann man sagen, ja, okay, ihr seid immer noch Föderaten, aber wir zahlen euch nichts mehr. Nee, Entschuldigung, noch eine andere Frage. Julian, der dann gegen die Perser gestorben ist, war der Nachfolger von Valentinian, dem Zweiten? Nee, das war der Vorgänger. Also er war ja 362, 63 war ja der Perserkrieg. Und danach kam Valens und Valentinian. Also ich hatte kurz vorgegriffen, um zu zeigen, dass die Tervingen ja eigentlich Hilfstruppen geliefert haben. Okay. Bei den Goten kam es dann zu einer zweiten großen Christenverfolgung in den Jahren 369 und 372. Anlass und Motiv dieser Verfolgungen waren wahrscheinlich so ähnlich wie bei den römischen Verfolgungen vor Konstantin. Man hat dabei versucht, die Christen auszurotten. Das heißt, man hat nicht einfach nur hier und dort eine Einzelaktion gemacht, sondern man wollte sie wirklich ganz weghaben. Bei der ersten Christengeneration hat deswegen Athanarich nicht ganz ohne Grund den Ruf als großen Verfolger bekommen, wobei man aber nicht wirklich genau auf seine Motive eingegangen ist, also zumindest die ersten Schriftsteller. Und erst dann mit etwas mehr zeitlichem Abstand verweist man dann auf den Zusammenhang mit der Feindschaft mit Rom und der Christenverfolgung, weil die Christen, wie vorher erwähnt, ja als romtreu galten. Denn das Christentum war ja die Religion, die mittlerweile von den Kaisern bevorzugt wurde. Die Christen sollten deswegen vor einer Art Götterbild ein Opfer darbringen und wenn sie sich geweigert haben, sollten sie samt ihrer Hütte verbrannt werden. Dieses Götterbild war aus Holz und war wahrscheinlich mit einem Asen in Verbindung gebracht worden. Und es war nämlich so, dass die verschiedenen gotischen Gruppen in dieser Konglomeration jeweils eine Art Spitzenahn hatten, der ebenfalls als göttlich gesehen wurde. Das heißt, dieses Götzenbild stand für die Herkunft und die göttliche Abkunft der verschiedenen gotischen Eliten. Das heißt, wer sich weigerte zu opfern, hat im Prinzip die Göttlichkeit der Ahnen des eigenen Stammes nicht anerkannt. Und was könnte es Ungotischeres geben? Ich habe die dumpfe Vermutung, dass Athanarich eines unschönen Todes sterben wird. Hunderich lässt grüßen, oder? Ja. Ich muss dich aber leider enttäuschen. Wir haben leider keine lustige Todesgeschichte von ihm. Was heißt enttäuschen? Ich habe das ja nicht erhofft. Der Kirchenhistoriker Epiphanios, der direkt nach der Verfolgung schreibt, beschreibt eben die Feindschaft zwischen Rom und Kaiser als Motiv, während die noch später schreibenden Kirchenhistoriker Sokrates und Sozomenos meinen, dass Athanarich wahrscheinlich die Erhaltung der eigenen religiösen und sozialen Stammesordnung im Blick hatte. Natürlich kann auch beides zutreffen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Valens den Bischof Eudoxios, seinen eigenen Taufpriester, im Feldlager dabei hatte und dieser hatte sich auch sehr um die Mission der Goten bemüht. Und zu diesem Zweck hatte er womöglich Verbindungen mit Wulfile aufgenommen, der als
heute als großer Gotenbischof und Missionar der Goten zählt. Und in der christlichen Tradition wurde er auch als großer Gegenspieler zu Athanarich gesehen. Das heißt, hier sieht man, wie Politik und Religion anscheinend Hand in Hand gehen, was dann natürlich dazu führt, dass dann die gotischen Eliten sehr, sehr skeptisch auf die ganzen Christen unter ihren Leuten gucken. Sie hatten dabei aber eine solche Zahl erreicht, also die Christen, dass man sie nicht mehr ausrotten konnte. Und ein anderes Problem, das sich jetzt ergeben hat, ist, dass diese aggressive Politik von Athanarich jetzt natürlich die Spannungen innerhalb der Goten erhöht haben. Denn sehr viele Goten waren ja jetzt christlich und wenn er aggressiv gegen die vorgeht, trägt es jetzt nicht unbedingt zum Frieden bei. Kommen wir aber zurück zum Richteramt des Athanarich. Es war eine Art Königtum, das jedoch regelmäßig verlängert werden musste. Durch die Bedrohungslage durch die Römer ist das natürlich auch passiert, es wurde immer wieder verlängert. Und dadurch, dass es immer ständig verlängert wurde, hat es jetzt natürlich die Gefahr gebracht, dass sich daraus eine stabile Monarchie bilden konnte. Und das war jetzt natürlich nicht im Interesse der gotischen Aristokratie, weil die ja natürlich eher ihr eigenes Ding machen wollten. Und es war natürlich auch nicht im Interesse der Römer. Denn eine stabile Machtbildung direkt an römischen Grenzen, ja, das kommt nicht so gut an. Also hat sich dann ein gewisser Fritigern, der gotische Gegenspieler zu Athanarich, an Valens gewendet. Er hat zugesagt, Christ zu werden, und weil Valens zu dieser Zeit die Homöer gefeiert hat, hieß das, dass Fritigern ein Homöer geworden ist. Und im Gegenzug hat dann Valens Fritigern seine Unterstützung versprochen. Zwischen den Jahren 372 und 375-76 gab es dann Kämpfe zwischen den beiden, wobei Athanarich die Oberhand erlangt hat. Denn als Richter der Konföderation war er mit der Abwehr der Hunnen beschäftigt, die sich gerade angemeldet haben. Und das hat natürlich eine sehr vorteilhafte Position gegeben, weil er ist eh der militärische Macher, also haben das seine Konkurrenten natürlich entsprechend schwer gegen ihn. Es kam dann zu Angriffen der Hunnen, die dann die Gebiete der Tervingen zerstört haben, was natürlich für die einen sehr schweren Schlag bedeutet hat. Diese hatten sich ja kaum vom Krieg mit den Römern erholt, dann ist es zu innergotischen Kämpfen gekommen und dann kam es zu den Hunnen. Das heißt, jetzt sah die Lage sehr verzweifelt aus und so hat sich dann eine Gruppe um Fritigern und einen gewissen Alaviv zusammengetan und diese Gruppe war wahrscheinlich auch christlich und hat sich dann dazu ausgesprochen, Schutz bei den Römern zu suchen und hat dabei auch auf die guten Verbindungen verwiesen, die er Fritigern mit dem Kaiser hatte. Die meisten Tervingen haben sich dann ihm angeschlossen und auf diese Art und Weise ist dann das Richteramt des Athanarich erloschen. Ja, wenn die Leute von der Konföderation abhauen, dann bist du halt kein Richter mehr. Die Gruppe um Fritigern und Alaviv wurde dann bei den Römern aufgenommen, wobei zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich Alaviv der Ranghöhere von den beiden war. Denn erst als er gestorben ist, hat dann Fritigern die Führung übernommen über die Goten im Römischen Reich. Dabei hat er den Rang eines Dux über die Goten, also eines Führers über ein Heer, was ja nur ein kleiner Schritt hin ist von einem Heerkönigtum. Er besaß nämlich die Vollmacht, Verträge zu schließen, sowohl mit den Römern als auch mit anderen Gentes. Ich wusste gar nicht, weil du sagst, dass Fritigern versprochen hat, Homöer zu werden, dass es Homöer unter den römischen Kaisern gab. Ja, ja, also es war nämlich so, wir hatten ja dieses Konzil von Nicäa, 325. Richtig. Aber es hatte sich nicht gleich durchgesetzt. Es war nämlich so, schon unter Konstantin gab es nur wenige Jahre später dann ein anderes Konzil, weil das Problem war, die Idee ist bei einem Konzil, du möchtest den Streit beenden, aber meistens führt es aber nur zur Spaltung, weil dann Leute sagen, ja, ich akzeptiere das Konzil nicht. Okay, dann macht man ein neues Konzil und versucht es dann, sich darauf zu einigen und immer so weiter. Das heißt, es war gerade im Osten des Römischen Reiches noch sehr lange umstritten, ob dieses Konzil jetzt gilt oder nicht. Und es gab natürlich Anhänger und es gab Gegner. Und es hat sich so ergeben, dass gerade die Kaiser im Osten, also einer der Söhne Konstantins zum Beispiel, das war Konstantin II., der im Osten residiert hat, der hat die Homöer bevorzugt und sein Nachfolger ebenfalls. Bis auf Julian, der war Heide, also ganz was anderes. Aber erst im Jahr 380 und im Jahr 381 mit dem nächsten ökumenischen Konzil haben sich die Nizäner dann endgültig durchgesetzt. Also okay. Im Westen waren sie eigentlich immer dominant,
Im Osten war es aber immer dieser Kirchenkampf und da kam die Durchsetzung erst relativ spät. Und erst dann erst im Jahr 380 der damalige Kaiser Theodosius den Glauben Roms und Alexandrias für verbindlich erklärt hat, dann kann man sagen, okay, die Nizäner haben sich endgültig durchgesetzt. Also war das irgendwie ein Zufall, dass die Goten Homöer geworden sind? Naja, total eigentlich. Weil das waren die ja dann recht lang, aber das sehen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge. Genau, genau. Jetzt ist die Frage, was ist aus dem armen Athanarich geworden? Zuerst wollte er anscheinend Friedigern ins Römische Reich folgen, hatte dann aber Schwierigkeiten, weshalb er mit seinen Leuten dann in Dakien geblieben ist, also dem heutigen Siebenbürgen in Rumänien. Und erst später ist er dann als Flüchtling ins Römische Reich eingetreten. Dort hat er sich dann im Jahr 381 gestellt und Theodosius, den ich gerade erwähnt hatte, war damals Kaiser und hat ihn mit allerlei Ehren aufgenommen. Und zwei Monate später ist Athanarich dann gestorben. Er hat dann sogar eine ehrenvolle Bestattung erhalten und der Kaiser Theodosius konnte das natürlich nutzen, um seine Großzügigkeit zu beweisen und auch das Verhältnis mit den Goten zu verbessern. Und mit dem Tod Athanarichs stirbt dann auch der tervingische Name. Dafür beginnt dann die Bezeichnung Visi bzw. Wesi zu dominieren, woraus sich dann der Name Visigoten ableitet. Im Deutschen wird es dann mit Westgoten wiedergegeben, was eigentlich linguistisch falsch ist. Also es beruht auf einer falschen Deutung der Bedeutung dieses Namens, weil Visi oder Wesi eher was mit Edel zu tun hat. Mhm. Und es liegt mit dem Westen. Die Edelgoten. Genau. Die haben ja alle eine göttliche Abkunft von den ganzen Stämmen. Natürlich. Okay, also wir haben ein bisschen vorgegriffen mit dem Tod Athanarichs, aber ich wollte ihn halt abschließen. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann ausführlicher mit den Goten nochmal in den 370ern beschäftigen. Das war also der Einstieg in die Goten-Serie. Nächste Folge beschäftigen wir uns dann ausführlich mit der Christianisierung der Goten und ihrer Religion und machen dann mit den Kreuzungen weiter. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Trinkgeld da. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Eine Frage zu Athanarich. Warum ist er als Gründerkönig in die Geschichte eingegangen unter den Goten, wenn er doch eigentlich keinerlei Erfolge hatte? Er war wahrscheinlich der erste große König, der jetzt erwähnt wird, der irgendwas erreicht hat. Und immerhin hat er dieses Richteramt inne, war also die erste große Gestalt, die man kannte. Und dann hat sich das so etabliert mit diesen Westgoten, weil du ja diese Konföderation hattest wahrscheinlich. Letztendlich ist er dann natürlich gescheitert, also er ist mal gestorben, aber er ist halt der erste große fassbare Name wahrscheinlich und wahrscheinlich deswegen wurde er als Gründer gesehen. Okay. Ist er dann auch verehrt worden eigentlich? Du meinst als Figur, also ja, als politische Figur oder religiös? Ja, nein, nicht religiös, sondern als politische Figur. Ah. Weiß ich nicht. Aber ich vermute es. Also, wenn man sagt, er ist der erste Gründerkönig, dann vermute ich mal, dass es dann schon sehr positiv war, das Bild. Ja, eben. Deswegen habe ich mich nur gefragt, weil eigentlich hat sich das alles noch Misserfolgen angehört. Ja, er war ja eine Zeit lang erfolgreich, dass er den Römern gut ausweichen konnte. Aber ja, natürlich letztendlich ist er dann als Flüchtling gestorben. War schon ziemlich heftig. Und naja, die Hunnen kamen halt. Aber insgesamt war er praktisch einfach der erste große. Und er ist auch immer Heide geblieben? Oder hat er sich dann auch zum Christentum bekehrt? Weil ich frage mich nur, ob der Theodosius, wie der das sonst akzeptieren hätte können. Ah.
Das weiß ich gar nicht, das habe ich gar nicht gelesen, muss ich sagen. Ob er sich bekehrt hat. Ich würde vermuten, nein, weil es wahrscheinlich sonst erwähnt worden wäre in dem Buch. Aber. Ich frage mich nur, was für eine Art von Bestattung er bekommen hat, aber. Ja, Ja, okay, wahrscheinlich. Ja, sehr interessant, wahrscheinlich ein großes Staatsbegräbnis, aber ob das jetzt irgendwie religiös war, weiß ich gar nicht. Ich habe nur ehrenvolle Bestattungen gelesen. Okay. Aber letztendlich ist ja egal, du zeigst ja nur, dass du ihm die Ehre erweist, dass du mal ein großes Tara machst.